Schönen guten Tag, mein Name ist Merlin Tabe und ich bin von InOrder. Wer war gestern bei dem Pitch mit dabei? Einmal gerne ein Handzeichen, ja wunderbar. Wer weiß noch, was unser Leitsatz ist? Genau, okay, dann ich wiederhole ihn auch gerne nochmal. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Einkauf so einfach machen wie Online-Shopping. Und wir erzählen das nicht nur, sondern wir tun es halt auch. Und deswegen sieht unsere Maske aus auch genauso erstmal wie ein Online-Shop. Erstmal ganz allgemein, was tun wir? Wir haben eine Procure-to-Pay-Lösung gebaut, die für den Anforderer genauso einfach ist, wie als wenn er zu Hause im Online-Shop tätig ist. Dazu haben wir allerdings ein paar mehr Produktquellen. Unter anderem haben wir ganz normale, feste, verhandelte Katalogprodukte hier mit drin. Wir haben Punch-Out-Kataloge mit drin, wie zum Beispiel zu Mercateo. Wir haben dann eine Freitextposition für Dienstleistungen und vorverhandelte Angebote, die es denn dazwischen gibt. Und wir haben auch Anbindungen, wie zum Beispiel zu den Lösungen von MySupply, dass wir halt auch Ausschreibungen durchführen können und dass wir dann halt auch diese Ausschreibung ganz normal wieder in den Bestellprozess reinbringen können. Und das Ganze geht so schnell, dass wir auch eine Bestellung einmal tätigen können, beziehungsweise einmal durchgehen können. Dazu nehmen wir mal das Beispiel einmal den Laptop. Ups. Das geben wir einmal ein. Wir haben hier das, was man, wie gesagt, von zu Hause aus kennt. Ich bekomme eine Auflistung von den Artikeln, die man unter Laptop findet. Wir können jetzt hier auch noch mal reingehen, sehen eine Detailansicht. Auch da können wir noch mehr Informationen mit ranschreiben bzw. veröffentlichen. Das heißt, alle Informationen, die Sie bei sich im Unternehmen brauchen, um eine Entscheidung zu treffen, dieses Produkt zu kaufen. Wir klicken auf Weiter. Das Produkt landet hier mit in einer Einkaufsliste. Wir können hier übrigens auch mehrere Einkaufslisten gleichzeitig verwalten. Ich erstelle mal einmal eine neue, dann ist es noch ein bisschen einfacher gleich. Ich packe nochmal diesen Artikel mit auf die Einkaufsliste und das war eigentlich schon alles, was ich als Anforderer jetzt machen musste. Jetzt gehe ich in die Einkaufsliste rein, schaue mir das Ganze an. Das Ganze ist jetzt schon vorkontiert, sprich die Kostenstelle ist schon gegeben, das Sachkonto ist hier an der Stelle schon gegeben. Das machen wir automatisch, indem wir im Prinzip auf die E-Class, und die E-Class ist ein standardisiertes Verfahren für Warengruppen, das nehmen wir auf, mappen das zu Ihren Warengruppen, gucken, was für ein Preis das ist und dadurch können wir dann Sachkontenmapping dazu machen. Wenn wir das haben, sehen wir hier zum Beispiel, das ist jetzt eine Anlage. Falls ich jetzt aber sagen sollte, ich möchte noch ein anderes Sachkonto, hier kommt jetzt keins weiter raus, hier ist es nur eine Anlage, hier würden dann aber auch die anderen nochmal mit auftauchen. Wenn wir das Ganze jetzt haben, klicke ich einfach auf Anforderungen erstellen. Das System gibt mir jetzt nochmal vor, dass ich hier eine Lieferadresse aussuchen kann. Das ist zum Beispiel bei, ich sag jetzt mal, Außendienstlern, die vielleicht auch mal was nach Hause bestellen wollen. Da ist es dann natürlich möglich, dass wir, genau, dass das woanders hingehen soll, nicht zur Standardadresse. Ich klicke auf Weiter. Klicke nochmal auf Weiter. Da haben wir noch zwei, drei Möglichkeiten, etwas auszuwählen. Kriege jetzt hier den Freigabeprozess vorgegeben. Und in dem Moment, wo ich hier auf Weiter klicke, habe ich als Anforderer alles gemacht, was ich für meine Beschaffung machen musste. Sprich, in dem Moment geht jetzt der Freigabeprozess los. Die Freigeber haben jetzt die Möglichkeit, entweder über oder per E-Mail freizugeben oder sich natürlich auch im System anzumelden. Der Freigabeprozess an und für sich selbst, der wird zu 100% an Ihr Unternehmen gecustomized, beziehungsweise wir passen uns Ihren Unternehmen mit dem Freigabeprozess an. Und wenn der letzte Freigeber eine Freigabe gegeben hat, teilen wir die Anforderungen zu den, oder beziehungsweise schicken wir die Anforderungen automatisch direkt in ERP-System, aber auch zum Lieferanten. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal eine an, wo auf der Anforderung zwei Lieferanten drauf waren. Da gehen wir jetzt einmal rein und sehen jetzt hier den Überblick. Und ich sehe jetzt als Anforderer, ich habe jetzt hier einen Wareneingang oder beziehungsweise ich kann einen Wareneingang buchen. Und das wäre der nächste Schritt. Bestellung ist raus, wir bekommen die Ware oder die Dienstleistung. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit als Anforderer auch zu sagen, ja, von der sozusagen Dienstleistung, die beauftragt worden sind, sind jetzt schon 5 Stunden gebucht worden bzw. geleistet worden. Und wenn das durch ist, melden wir das auch an Ihr Buchhaltungssystem zurück. Die Buchhaltung weiß, die Rechnung über 5 Stunden darf jetzt freigegeben werden. Genau. Und so machen wir den Einkauf so einfach wie Online-Shopping. Vielen Dank.